Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. So, auf dem LKW steht der Kollege und hält Ausschau, aber wir wissen eigentlich schon, wo wir hin müssen, denn Battery Park ist angesagt, die Fahndung, Suche nach Kelso geht weiter und wir müssen als nächstes erstmal zu einem Bootshaus. Klassisch wie immer, erstmal ein paar Kontrollpunkte, einige Kopfgeldeinsätze und dann, denke ich, geht's ins Finale. Und das soll ja sehr, sehr interessant werden, sehr, sehr spannend und vor allen Dingen ein Ritt auf der Rasierklinge. Lassen wir uns also überraschen. Hier in der Gegend haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Kanonenfutter, hoffe ich doch. Jo, da geht's ab. Also Freunde, ich bin da. Keine Panik. Oh, 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 hinter mir. Oh, 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 hinter mir. Irgendwo hinter mir. Oh, dann würde ich doch sagen, dann machen wir hier ein bisschen... So, selber schuld. Deckungsfeuer, wollte ich sagen. Okay. Feindliche Übertragung erkannt. Ja, soweit ist das klar. Wo ist denn jetzt das Bootshaus? Da vorne, da vorne. Ja, ich glaube, da müssen wir rum. Und als erstes natürlich einen Kontrollpunkt einnehmen. Und dann mit Sicherheit wieder Kopfgeld. So, wir bleiben mal ein bisschen hier hinter den Bussen, ein bisschen in der Deckung. Da ist auch schon wieder einer. Zwei. Drei. Nein, nicht da. Da sollst du hingehen. Oh oh. Oh oh. Okay, wir brauchen Unterstützung. Wo kriegen wir denn Unterstützung? Niemals dem Feind den Rücken zu kehren, mein Freund. Von den Cleaners kontrolliert, alles klar. Ups, 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 da geht's ab. Da geht's ab. So, jetzt müssen wir aber hier endlich mal ein bisschen Unterstützung einfordern. Dieses Ranger muss ja nicht immer alles alleine machen hier. Also, auf geht's. Okay. Bum, bum. Bum, bum, Bäcker. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. So, schauen wir mal, ob wir da vielleicht da oben links reinkommen. So. Ah, da kommt irgendwas von hinten. Wusste ich's doch. Ja, ich glaube, das war keine so gute Idee. Ich glaube, wir ziehen den Rückzug wieder ein. Erstmal wieder zurückziehen. Warten, bis hier die Kollegen, die Unterstützung da ist. So. Und dann wieder frontal vor. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Und das gefällt mir nicht. Dann gehen wir hier links rum in die Flanke. Bubele, wir sind gleich da. Jetzt haben wir es. Burn, Baby, burn. So. Von wo werde ich beschossen? Von wo werde ich beschossen? Okay. Ah ja, okay, mein Freund. Smitely will da einlegen, okay. Ah, ich glaube, wir müssen das Geschütz hier mal einsammeln. Ja, ich erleichtere dich von deinem Leid. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Jetzt aber schnell weg hier.
So, erstmal hier Entdeckung und ein bisschen wieder aufpäppeln. Da hat mich doch der Kerl hier tatsächlich überrumpelt von hinten. So, da scheinen aber auch welche zu kommen. Ja, wo sind sie denn? So, jetzt kommen sie von hier wieder. Okay, jetzt packen wir hier mal das Geschütz drauf. Ach du Schande, da haben wir aber Glück gehabt. So, jetzt da unten. Vasile, Vasile. Ach, du machst die Ärger, ne? So, soweit erstmal gesicherter Kontrollpunkt. Sehr schön. Sich nähernde Feinde erkannt. Nee, 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 übernimm den hier. Der will mir auch. Der will mir hier an die Wäsche. Oh, oh, oh. So, wo kommen noch welche? Da hinten. Dann nehmen wir mal die kleinen Raketen zur Begrüßung. Ja, warum auch nicht? Wer möchte keinen schwer gepanzerten Feind haben? Oh oh. Oh oh, keine Munition. Wieso keine Munition? Wie kann denn das sein? Da haben wir noch ein bisschen, was haben wir denn da? Feuer oder Explosiv? Wir nehmen in dem Fall alles. Sehr schön, das ist Explosiv. Let's go. Wenn wir rausfinden, was sie gemacht hat, erfahren wir vielleicht auch, wer sie gekidnappt hat. Aha. Okay, okay, okay. Also die Folge, beziehungsweise diese Mission hätten wir dann doch geschafft. Genau, Edge & Kelso, wir sind jetzt bei 80% und wir müssen sie finden in Battery Park. Sehr schön. Dann gehen wir hier erstmal ein bisschen... Ja, Nachschubraum frei. Das sollte auch bitte so sein. Kopfgeld ist hinzugefügt. Dann noch ein Duschenaufstieg. Auch nicht schlecht. Ah, stimmt, hier ist die Munde. Sehr schön, hier ist Munition. So, was hast du denn für mich? Alles eingepackt. Wir sortieren später. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal, haben wir soweit alles? Kontrollpunkt Officer. Mal gucken, ob der noch was braucht. Bei uns läuft's gerade ganz gut. Ja, das sagen sie immer. Das sagen sie immer. Sehr schön. Danke, Agent. Gern geschehen, war mir eine Freude. So. Ich glaube, ich bin soweit. Ja, und wer nicht?
Alle ready? Sehr schön. Also, wo müssen wir als nächstes hin? Kopfgeldeinsatz, und zwar hier. Den nehmen wir natürlich noch mit in dieser Folge. Verwüstung und Amoklauf. Ja, da freue ich mich doch auf euch. Kopfgeld aktivieren, wir überspringen und wir finden das Ziel. Das Ganze wird bestätigt und los geht's. Es ist in der Nähe. Alles klar. Dann wollen wir mal. Hängt da noch irgendwo was? Hängt da nicht noch irgendwo was? Nee, da hängt nichts mehr. So. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Ja. Verbündeter Nachschubkonvoi in der Nähe. Oder wir befinden uns in der Nähe des Ziels. So, den Nachschubkonvoi würde ich ja gerne mal außen vor lassen. Das muss ja jetzt nicht auch noch sein. So, das alles wegen Agent Kelso. Aha. Ja, müssen wir da hoch, oder? Ich denke, wir müssen da hoch. Findet hier die Party statt? Ja, ich höre es auch, dass es nicht gut ist. Irgendwas ist hier nicht gut. Ah, ich habe so einen Verdacht. Okay. Na? So, so, so. Hier hat es noch ein bisschen Material. Aha. Ja, geht's da jetzt hoch? Da werden wir bestimmt auch noch was Interessantes finden. Ja. Bingo. So, jetzt aber wieder mal hier dem eigentlichen... Der eigentlichen Aufgabe zuwenden. Eieieiei. Packen wir es halt hier oben drauf. Weil es sieht so aus, als wenn sie ja schon abgeht. Ja, irgendwo muss doch da was sein. Dann nehmen wir dann unser Geschütz wieder mit. Ah, okay. So. Da müssen wir hin, in diese Richtung. Oh ja, hinter uns. So, aber das wird es ja wohl noch nicht sein, oder? Geht's hier schon los? Theoretisch müsste. Ja, wir halten mal die Augen offen. Das wird wirklich besser sein. Da habe ich mir irgendwie in dein Wespennest gestochen. Also irgendwie ist jetzt hier überall was los.
Oh oh, oh oh. Ja, wir haben keine Munition dafür. Okay. So, dann schnappen wir uns den vielleicht. Komm, komm, komm. Oh, doch nicht. Da ist was, da ist was. Ah ja, okay. Ja, ist aber schwer zu kriegen. Dann kümmern wir uns weiter um die da drüben. So, aber ich glaube, da links spielt die Musik. Ich denke, auf der linken Seite spielt die Musik. Da müssen wir rüber. Ja, da kommen noch mehr. Eintreffende Verstärkungsanforderung. So, kommen wir da irgendwie rüber? Nein. Da kommen wir rüber. Da holen wir uns mal schnell die Raketenmunition. Ups. Da fällt man aber auch plötzlich in ein Loch hier. So, Dalle, auf geht's. Jetzt wo? Ja. Also irgendwie habe ich jetzt ein bisschen den Faden verloren. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir jetzt hin. Verwüstung, Amoklauf. Ihr zwei wartet doch hoffentlich noch ein bisschen auf uns. Los geht's. Ja, da geht ein bisschen die Munition aus. Ach du Scheiße, da kommen sie. Sehr schön, rechte Seite ist frei. Ne, das sind sie immer noch nicht. Oh oh, so ist nichts zu sehen. Ich brauche meine Drohne, ich brauche meine Drohne. Jep, so sehe ich das auch. Entspannt, locker vom Hocker, anstatt hektisch über den Ecktisch. Den haben wir. Der tut niemand mehr was Böses. Okay. So, wo müssen wir hin? Irgendwie wissen wir nicht mehr, wo wir hin müssen. Vor lauter Einsammeln. Da müssen wir hin, nach links. Okay. Wir werden die zwei Jungs doch noch finden. Ist das irgendwo unten? Nee. Das wird jetzt hier oben sein, oder? Oh, 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 ja. Ups.
So, Freunde. Da müssen wir also hin, glaube ich. Yep, jetzt wissen wir's. Und es werden... Ach, da kommen noch mehr. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie raufkommen. Da auch. Ja. Oh, shit. Schiede. Ach. Ah, das war zu kurz, oder? Aha. Ja, die... Ach du Schande. Da kommen sie wieder in Massen. Ah, jetzt habe ich die Chance verpasst. Ah ja, da ist Verwüstung. Also, jetzt sind wir endlich hier bei der Geschichte. Jetzt sind wir endlich da, wo wir hin müssen. Oh, er kommt hier. Von der Seite. Ich fass es nicht. Habe ich den nicht gesehen? Ach du Schande, die nehme ich ja richtig ins Kreuzfeuer. Ja, da ziehen wir uns doch mal erstmal im Buschen zurück. Aha, keine Munition? Schon wieder keine Munition? Ach du Schande, wieder keine Munition? Komm ja vor, wie ein Italiener geht zur Schießerei mit dem Messer. Ah, wo kriegen wir denn jetzt Moon her? So auf die Schnelle. Da haben wir uns aber böse hier ausgeschossen sozusagen. Ja, da drüben hat es Munition, aber da springen welche rum. Ja, jetzt machen wir hier... Ach du Schande, da laufe ich ja hier voll durch. Da komme ich jetzt nicht rüber. So, jetzt aber... Ach, da drüben ist Amoklauf, alles klar. Ja. So, erstmal hier wieder ein bisschen aufbauen. Und dann werden wir das Ganze nochmal über links versuchen. So, der bringt nämlich auch wieder ein bisschen... Ah, okay, das ist nur eine Granate. Aber wir müssen etwas auf die Munition achten. Witzigerweise. Schauen Sie in Widow's Map nach. Ziel neutralisiert. Sehr gut. Wir säubern die Straßen. Eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Sheriff.
Ja, gut gemacht, Sheriff. Ja, da haben wir uns ein bisschen doch in die Bredouille gebracht, nicht auf unsere Munitionsanzeige geachtet. Okay, ja, das waren also jetzt die nächsten Aufgaben. Wir schauen mal, was jetzt als nächstes ansteht. Widow's Nets, also das wird jetzt wieder höchstwahrscheinlich ein Kontrollpunkt sein. Den werden wir allerdings erst einnehmen in der nächsten Folge, wenn wir auf der Suche sind nach Agent Kelso in The Division. So, ich bedanke mich recht herzlich. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal und ich sage tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.